Die Inselwelt Neuguineas am Rande der Südsee. Dem Glauben nach kehren die Geister der Vorfahren als Schamanen in das Reich der Lebenden wieder. Um die Kinder dieser Wildnis zu beschützen, beschwören sie die Urgewalt der Natur. Noch scheint diese Welt dem Einfluss der modernen Zivilisation standzuhalten. Bis heute herrscht die uralte Ordnung des Lebens mit seinen Gesetzen, Geheimnissen und seiner Magie. Aber wie lange noch? Seit unzähligen Generationen fühlen sich die Einheimischen mit ihrem Lebensraum und ihren Vorfahren auf untrennbare Art verbunden. Der Schlüssel zur Welt der Ahnen sind überlieferte Geschichten und Zauberkunst. Die Ahnen blicken auf die Welt der Lebenden. Die Mayalibit-Bucht der Insel Waigeo. Waigeo liegt im Raja Ampat-Archipel, westlich von Neuguinea. Früher herrschte der Sultan von Tidore über das Inselreich. Dann folgte die holländische Kolonialzeit. Seit 1963 gehört Waigeo mit dem westlichen Neuguinea zum indonesischen Hoheitsgebiet. In diesem Übergangsbereich zwischen Melanesien und Indonesien haben sich Papuas mit der Bevölkerung der Molukkeninseln vermischt. Entlang der Mayalibit-Bucht liegen 9 Dörfer aus traditionellen Pfahlbauten. Früher waren die 2 Stämme der Insel verfeindet. Heute leben sie in friedlicher Nachbarschaft. Bedingung für ein harmonisches Zusammenleben ist noch immer die Verteilung der Aufgaben in der Gemeinschaft. Frauen sind das Fundament der Familie. Sie verrichten die täglichen Arbeiten im häuslichen Bereich. Aufgabe der Männer ist, neben Jagd und Hausbau, das Überliefern und Wahren von alten Fertigkeiten und Stammeswissen, um es an die Kinder weiterzugeben. In dieser Ordnung ist die Familie die kleinste Zelle der Gemeinschaft. Die Verbindlichkeit dieser Regeln ist die Voraussetzung für den Erhalt der Dorfstruktur. In ihr gilt das Wissen der Alten als wertvollstes Gut. Obwohl die magische Welt der Geister und überirdischer Mächte für die Lebenden immer unsichtbar war, wird ihre Existenz bis heute nicht bezweifelt. Inzwischen hat der Fortschritt auch die entlegensten Winkel der Erde erreicht. Und mit ihm neues Wissen und neue Wertvorstellungen. In diesem rationalen Denken hat die Überlieferung der Ahnen kaum noch Platz. An magische Kräfte zu glauben, verstößt jetzt auch hier gegen die Regeln der Vernunft. Aber im Verborgenen ist die Welt der Geister noch gegenwärtig, jenseits der Wirklichkeit des Alltags. Sie ist die andere Realität dieser Inselwelt. Um sie zu betreten, verlassen die Schamanen ihre Dörfer und suchen die heiligen Stätten der Ahnen auf. Opfergaben sollen die Geister freundlich stimmen. Die Gaben stammen aus der Natur. Entscheidend ist nicht der materielle Wert, sondern die Geste der Ehrerbietung. Seit vielen Jahren hat niemand diese Höhle betreten. Hier sind die Figuren der Ahnen, die Mon, zu Hause. Lange haben die Lebenden die Geister ihrer Vorfahren vernachlässigt.
Aber jetzt wird in den Dörfern von Eindringlingen erzählt. Fremde mit dröhnenden Maschinen und Kettensägen im Urwald am jenseitigen Ufer der Bucht, nahe dem heiligen Berg Nok. Nun brauchen die Dorfbewohner Hilfe, Zauberkraft gegen die Bedrohung. Deshalb müssen die Ahnengeister versöhnt werden. Mit ehrfürchtiger Zuwendung und dem Opfer aus Betelnüssen, Lianenfrüchten, Kalkpulver und Tabak. Aber wird Magie genügen, um die Gefahr abzuwenden? Segir Kasyan ist der Kepala Suku, der Kopf der Stämme, das Oberhaupt aller 9 Dörfer an der Mayalibit-Bucht. Der 60-Jährige ist ein heiterer und sehr geachteter Mann. Segir lebt im Dorf Lopintol. Ein guter, intakter Siedlungsplatz für ein unbeschwertes Leben, auch noch für die nächsten Generationen. Segir ist besorgt. Er fürchtet um die Traditionen und mahnt die Dörfer an der Bucht zu mehr Respekt vor den Relikten der Urväter. Die Kultstätten von Lopintol liegen etwas abseits vom Dorf, an der Steilküste der Bucht. In Felsnischen ruhen die Gebeine der Vorfahren. Der Ahnenkult war einst so tief im Bewusstsein der Einwohner verwurzelt, dass kein Einfluss ihm je etwas anhaben konnte. Erst in jüngster Zeit hat er an Bedeutung verloren, werden keine Ahnenbilder mehr hergestellt. Aber Segir hat Hoffnung, er spürt eine Rückbesinnung. Schließlich scheint jetzt ein unersetzbarer Wert bedroht, der Wald, das größte materielle Gut, Lebensraum und Existenzgrundlage. Seine Gefährdung ruft die Überlieferungen der Ahnen ins Bewusstsein zurück, auch bei den Jüngeren. Denn in den alten Glaubensbildern hat die Natur eine magische Dimension und damit einen unschätzbaren spirituellen Wert. Ein Stück Land einwärts liegt die Tropfsteinhöhle Kaleb Palais. Segir wird von 2 seiner Söhne und deren Vetter begleitet. Der Häuptling hat nicht vergessen, was sich hier vor gut 50 Jahren zugetragen hatte. Der protestantische Missionar konnte zwar die Ahnenfiguren zerstören, aber der Ort blieb bis heute heilig. Die Wohnstadt magischer Wesen. Solange die Alten die Geschichten vorheriger Generationen weitergeben, bleiben die Traditionen lebendig. Die
Die Kalkgebirge der Insel Waigeo sind von zahllosen, weit verzweigten Höhlensystemen durchzogen. Die meisten hat nie ein Fremder betreten. Sie sind bis heute unerforscht. Die Magie der Natur ist allgegenwärtig. Auch im Urwald am Saum der Bucht. Hier ist die Wildnis völlig unberührt. Ohne Einwirkung durch Menschenhand entfaltet sie sich nach den Gesetzen der Evolution. Die Eingeborenen respektieren die Natur. Nach ihrem Glauben wohnt in jedem Element, ob Tier oder Pflanze, Unbelebtes und Naturerscheinung, eine Seele. Seit Jahrtausenden nehmen sie nur das, was sie für den eigenen Bedarf brauchen. Sie wissen genau, dass die Güter der Natur begrenzt sind. Dicht über der Wasserlinie führt die Grotte Kaleb Kafni in die Finsternis. Dem eifrigen Missionar Samson war sie verborgen geblieben. Auch von Einheimischen ist die Höhle lange nicht betreten worden. Die Ahnenfiguren stehen unversehrt an ihrem Platz. Wie in alter Zeit erfüllen sie ihre Aufgabe und halten die Erinnerung an die Verstorbenen wach. Segir hat Blätter mitgebracht. Feingliedrige Farnblätter als Schmuck für die Statuen und große ovale Blätter, um damit eine Figur zu umhüllen. Diese Figur verkörpert aber keine verstorbene Person, ist kein Ahnenporträt. Sie stellt den Schutzgeist Sensigel dar. Segir will ihn mit nach Lopintol nehmen. Er soll in diesen unsicheren Zeiten Dorf und Familie beschützen, besonders während Segir auf Reisen ist. Den Ahnen Opfer darzubringen, ist ein seit Urzeiten weltweit verbreitetes Ritual. Vielleicht sogar die früheste Kulthandlung in der Menschheitsgeschichte. Solche Riten sind allein Sache des Schamanen. Fremde sollen daran nicht teilnehmen. Die Geister haben das Opfer angenommen. Für Außenstehende ist es schwierig, etwas Ungewöhnliches, Übernatürliches wahrzunehmen. Erklärungen zu erwarten, hieße den Glauben der Dorfbewohner nicht zu respektieren. Denn in ihrem Bewusstsein existiert nur eine Welt, in der ganz selbstverständlich enthalten ist, was in der rationalen, westlichen Zivilisation als übernatürlich gilt.
zurück in Loppintoll. Hier soll der Sensigel seine neue Heimat haben und das Dorf und seine Bewohner vor Unheil bewahren. Ein kostbares Gut. Am Dorfplatz wird das übliche Palaver abgehalten. Aber dafür hat Segir heute keine Zeit. Schon bald wird er Loppintoll wieder verlassen. Schließlich muss er eine bedeutende Mission erfüllen. In Segirs Haus herrscht Trubel. Verwandte und Bekannte sind für einige Tage zu Besuch gekommen. Auch seiner Familie schenkt Segir kaum Beachtung. Er und seine Frau Nurma teilen das Haus mit 4 Söhnen und 2 Töchtern. Und einigen gefiederten Mitbewohnern. Nurma führt den großen Haushalt. Das ist ihr Reich. In die Belange des Häuptlings mischt sie sich nicht ein. Damit der Sensigel das Haus vor Unheil beschützen kann, hat Segir ihn am Eingang platziert. Der Sensigel hat Gesellschaft. Ein zweiter Schutzgeist ist im Haus. Ein Fabeltier. Schutzgeister müssen gut behandelt werden, sonst werden sie böse und stiften Unheil. Den Schnitzern solcher Figuren werden magische Kräfte zugeschrieben. Je mehr sie geachtet werden, desto größer die Kraft ihrer Figuren. Die Aufgabe der Nachkommen wird sein, das Wissen um die Magie zu bewahren und weiterzugeben. Das Haus von Idris Dailon, dem großen Magier der Insel, steht verlassen. Vor 2 Jahren ist er fortgegangen. Idris Schwester Savia hat erfahren, er sei zurzeit in Holland, um dort einer besessenen Frau den bösen Geist auszutreiben. Erst im April werde er zurückkommen. Nach der Regenzeit. Aber es bleibt keine Zeit zu verlieren. Schließlich ist der Lebensraum der nachkommenden Generationen in Gefahr. Um die Holzfäller zu stoppen, braucht Segir Verbündete. Der Schutzgeist kann nicht weiterhelfen. Gegen das Werk der Fremden hat er keine Macht. Segir braucht den Zusammenhalt der Einheimischen. Segir plant eine Reise zur östlichen Seite der Bucht, in die Dörfer Kalitoko und Warimak. Die indonesischen Holzfäller müssen gestoppt werden, damit der heilige Berg Nok unberührt bleibt. Denn dort liegt die Urheimat aller Stämme, der unantastbare Lebensraum der geheimnisvollen Orangi. 3 der 9 Dörfer der Bucht bekennen sich zum Islam. Die Mehrheit aber gehört dem Christentum an. Spannungen zwischen beiden Religionen, wie auf den benachbarten Molukkeninseln, gibt es hier nicht.
Namun yang penting adalah lemahkan dan perbuatan. Die Maya-Libet-Bucht wirkt wie ein Binnengewässer. Die Bucht teilt Waigeo in eine größere westliche und eine östliche Hälfte. Insgesamt hat die Insel eine Ausdehnung von 125 mal 50 Kilometer. Das schroffe, stark verkarstete Gelände schützt sie vor der Erforschung seiner Geheimnisse. Die Frage ist, wie lange noch? Sämtliche Wälder und Berge gehören nach altem Recht den Clans der Küstendörfer. Doch dahinter, jenseits der Höhenzüge, beginnt das Territorium der Orang Hilang, des verschollenen Stammes Gi. Auch für deren Landrechte fühlt sich Segir verantwortlich. Ursprünglich lebten alle Bewohner Waigeos im Inselinneren, in Höhlen, tief im Wald. Doch dann spalteten sie sich auf. Ein Teil zog an die Küsten, einige an die Maya-Libet-Bucht. Die anderen blieben im Inneren und lebten verborgen in der unberührten Wildnis von Waigeo. Kein Fremder hat sie jemals gesehen. Aber für die Küstenleute besteht bis heute kein Zweifel an der Existenz der Orangi. Das Dorf Kalitoko, ein Stück Land einwärts, hielt am längsten Verbindung zu den Waldnomaden. Segir hofft auf den Zusammenhalt der Bewohner und wird nicht enttäuscht. Die Dorfgemeinschaft der Bucht will die überlieferten Landrechte der Clans achten, auch im Inselinneren. Volta Lapun und Yafet Dam kennen das unwegsame Waldgebiet, auch im Hinterland. Yafet hatte Nickelprospektoren landeinwärts bis zur Höhle Abiyab Tomolo geführt, dem frühesten Wohnort der Urahnen. Die Fremden hätten sich über die Orangi lustig gemacht, sie als primitive Wilde bezeichnet. Eine andere Expedition sei tief im Urwald auf einfache Hütten gestoßen. Jalan lagi, tidak tahu punya tempat yang artinya pasti. Tetapi kita tidak lihat kalau orang Gi bisa dam Gi yang di panti ini bisa lihat orang Gi tentang ular, sagu, ada ganarotang, ada ini belut yang di dalam air, udang air. In Kalitoko werden Geschäftemacher keine Chance haben. Der Dorfvorstand hat versichert, jeden Antrag auf Abholzung abzulehnen. Ein erster Erfolg. Aber die Bedrohung ist allgegenwärtig. Im Gebiet des Dorfes Warimak haben Holzfäller bereits mit dem Einschlag begonnen. Die Schneise klafft wie eine hässliche Wunde, die sich tief landeinwärts zieht. Schauplatz des Angriffs auf die heile Welt der Maya-Libet-Bucht. Warimak ist ein intaktes Dorf, errichtet in traditioneller Pfahlbauweise. Das Baumaterial wächst im Busch und ist unbegrenzt verfügbar. Aber die Holzfirmen wollen die Häuser aus Zement, Wellblech und Brettern ein Stück landeinwärts neu errichten. Das Dorf mit seinen Bewohnern umsiedeln. Ein schlechter Tausch für Warimak. Als Kepala Suku, Oberhaupt aller neuen Dörfer der Bucht, vermittelt Segir bei internen Angelegenheiten.
Zu seinen Aufgaben gehört aber auch, die wirtschaftlichen Interessen der Gemeinschaft nach außen zu vertreten. Mit dem Dorfhäuptling will er den Verlauf der Waldgrenzen und die alten Landrechte der Orangi im Inselinneren klären. Der Greise Halek Dawa grämt sich. Er hat einen schweren Fehler gemacht und den Versprechungen der Holzfirmen geglaubt. Jetzt bereut er seine Zustimmung, denn die Bulldozer sind bereits tief in den Urwald vorgedrungen, viel weiter als vereinbart war. Für 8.000 Euro hat das Dorf sein Schicksal verkauft. Unter den Dorfältesten werden die traditionellen Stammesgrenzen und die Besitzansprüche des Stammes Nok auf den heiligen Bezirk um den Berg Nok besprochen. Für dieses weite Gebiet seien Häuptling Halek und seine Sippe zuständig, bestätigt Segir. Die Dorfbewohner sind erleichtert. Aber wie den Holzfällern Einhalt gebieten? Der Raja, die höchste traditionelle Autorität des gesamten Archipels, weiß sicher Rat. Segir soll zum König reisen. Der Raja muss bestimmen. Sein Urteil ist unanfechtbar. Schließlich habe der Raja Ampat Archipel ja seinen Namen von den vier Rajas. Sie verwalteten früher das ganze Inselreich einschließlich Waigeo für den Sultan von Tidore. Segir stimmt dem Vorschlag zu. Auf keinen Fall dürfen die Holzfäller den heiligen Wald um den Berg Nok antasten und ebenso wenig das Territorium der Orangi. Denn es ist der Lebensraum ihrer gemeinsamen mythischen Vorfahren, der verschollenen Brüder im Inneren des Waldes. Aber Segir Kassian weiß, dass er kaum etwas gegen die Habgier der Fremden ausrichten kann. In den Morgenstunden hält der Häuptling mit dem heiligen Berg Nok magische Zwiesprache. Können die Dörfer ihren Lebensraum retten? Kann alte Zauberkraft etwas gegen Ausbeutung und Profitdenken ausrichten? Oder ist die Welt der Vorfahren bereits verloren? Im Heimatdorf Lopintol ist alles ruhig. Aber Segir hält sich nicht lange auf. Er muss nach Dom, zum Sitz des Rajas. Das Boot des Haifischfängers Elias aus Makassar nimmt den Häuptling mit. Vier Stunden dauert die Überfahrt. In der Bucht der Provinzhauptstadt Sorong wird Tropenholz aus Waigeo für den Export verschifft. Obwohl die Ausfuhr unverarbeiteter Holzstämme verboten ist, wird sie nur selten unterbunden. Und auch dann bringt es den Wald nicht auf die Insel zurück. Dicht vor Sorong liegt Dom. Während der Kolonialzeit war die Insel ein Ghetto chinesischer Kulis. Heute ist sie das ethnische Zentrum des Raja Ampat-Archipels. Idris Dailon, der große Magier aus Lopintol, ist früher als geplant aus Holland nach Dom zurückgekehrt. Seine Frau hatte ihn über die Bedrohung Waigeos und der Orangi verständigt. Weil der Magier eine besondere Bindung zu den Vorfahren hat, ist er sofort in die Heimat gereist. Ja.
Einst lenkten vier Könige die Geschicke des Archipels. Heute übt nur noch der Nachkomme eines Rajas das Amt aus. Seine Residenz liegt im Zentrum von Dom. Im Einverständnis mit den indonesischen Behörden trifft er Entscheidungen, die nach traditionellem Recht gefällt werden. Ein schwieriges Amt, denn häufig gibt es Streit um alte Grenzen und Landbesitz in den Dörfern. Raja Taher Arfan lässt sich zuerst ausführlich von dem Magier und dem Häuptling über die Lage auf Vaigeo unterrichten. Dann entscheidet er. Damit ist ein höchst bedeutsames Urteil gefällt. Denn selbst wenn es die Orangi nicht mehr geben sollte, ihr riesiges Waldareal im Inneren von Vaigeo muss geschützt bleiben. So hat es der König des Raja Ampat Archipels nach traditionellem Recht beschlossen und verkündet. Ja. Segir Kasyan kehrt sofort nach Vaigeo zurück. Idris wird möglichst bald nachkommen. Zuvor hat er hier auf Dom noch eine andere Verpflichtung. Die Behandlung eines besessenen Mädchens. Vor Jahren ist es von einer unbekannten Person verhext worden. Es ist bereits die dritte Sitzung, aber noch immer ist das Mädchen nicht geheilt. Der Magier versucht, den bösen Geist zu entlarven. Wenn das gelingt, kann er ihn dazu bringen, den Körper seines Opfers zu verlassen. Besessenheit ist hier nichts Ungewöhnliches. Als erfahrener Magier ist Idris schon oft zu Hilfe gerufen worden. Nicht jede Familie kann sich die Dienste eines Magiers leisten. Für eine erfolgreiche Behandlung erhält Idris ein großzügiges Honorar. Jetzt soll das Mädchen sich waschen. Das Wasser hat Idris zuvor besprochen. Zauberkraft gegen das Böse. Aber noch kommt die Heilung nicht recht voran. Der Geist will und will nicht weichen. Vielleicht kann das Mädchen selbst den Geist erkennen. Wie in einem Spiegel soll sie ihn in Idris Hand sehen. Für Außenstehende mögen solche Rituale irritierend wirken. Vielleicht wie Humbug, jenseits wissenschaftlicher Fakten.
Aber in dieser Welt besteht zwischen Glauben und Wissen keine Kluft. Deshalb kann Magie hier vieles bewirken. Endlich hat Idris den bösen Geist bezwungen. Er ist aus dem Körper gewichen. Jetzt braucht das Mädchen vor allem Ruhe. Früh am Morgen bricht Idris zu seinem Heimatdorf Lopintol auf. Um diese Tageszeit ist das Meer meist ruhig. Doch auf halbem Weg zieht eine Schlechtwetterfront auf. Idris reist in Begleitung seiner Frau Asmiya. Die Stimmung ist angespannt. Denn das aufgewühlte Meer kann dem kleinen Boot gefährlich werden. Erst am Eingang zur Maya-Libet-Bucht ist die See wieder ruhig. Idris ist ein wenig nervös. Zum ersten Mal seit 2 Jahren besucht er sein Heimatdorf Lopintol. Die Zeit ist knapp. Morgen schon wollen Idris und Segir zu den anderen Dörfern der Bucht weiterfahren. Idris Schwester erscheint nicht zur Begrüßung. Seit Jahren haben sie miteinander Streit. Auch Idris Frau ist hier in Lopintol aufgewachsen. Aber schließlich wurde beiden das Dorfleben zu eng und eintönig und sie sind auf die Insel Dom gezogen. Im Haus versammelt sich Idris Sippe. Verwandtschaft spielt im Dorf seit jeher eine große Rolle. Wer kann, versorgt seine Angehörigen mit. Die Verpflichtung birgt aber auch ein Problem. Früher gab es kaum Unterschiede im Lebensstandard. Wer sich heute, wie Idris, ein gutes Einkommen erarbeiten kann, muss es mit der Sippe teilen, auch wenn keine Not besteht. Eigeninitiative und neue Ideen haben deshalb kaum Erfolgsaussichten. Bootsbau zählt zu den wenigen traditionellen Handwerken, mit denen die Einheimischen noch ausreichend verdienen können. Bevor Idris seine Reise fortsetzt, geht er zum Friedhof am Dorfrand. Dort will er dem Grab seines Vaters einen Besuch abstatten. Seit langem ist es nicht mehr gepflegt worden. Früher haben die Hinterbliebenen ihre Toten in Höhlen bestattet. Heute sind Erdbestattungen üblich. Die Grabstätte ist mit Beton umrahmt, ein Symbol für Wohlstand. Idris Vater, ein angesehener Jäger und Magier, hatte nach dem Tod seiner ersten Frau ein Mädchen vom Stamm der Gi geheiratet. Als er gestorben war, kehrte sie zu ihren Leuten in den Wald zurück. Das Schicksal der Waldbewohner hat deshalb für Idris auch eine persönliche Bedeutung. Seine Stiefmutter mag vielleicht schon tot sein, aber Idris hält die Bindung zu ihr mit magischen Zwiegesprächen aufrecht.
Die Opfergaben sind Zeichen der Ehrerbietung für seine Stiefmutter. Trotz Zauber bleibt sie auch für den Magier unsichtbar. Aber in seiner Vorstellung erscheint die Mutter in Begleitung von Angehörigen ihres Stammes, Jägern mit Pfeil und Bogen und rasselnden Armmanschetten. Beziehungen werden in dieser Welt über den Tod hinaus lebendig gehalten. Damit sind auch Verpflichtungen gegenüber den Toten verbunden. Die Orangi haben ein traditionelles Besitzrecht auf ihren Lebensraum. Niemand darf ihren Wald antasten, waren die Worte des Rajas. Deshalb muss das Urteil des Königs tief in die Wildnis hineingetragen werden. Es soll die Urväter erreichen. Die Dörfer Kalitoko und Warimak liegen näher als alle anderen am Gebiet der Orangi. Zuerst steuert das Boot Kalitoko an. Viel Zeit haben die beiden Männer nicht. Sie müssen nach Warimak weiterfahren, um auch dort zu veranlassen, dass das Königsurteil die Orangi erreicht. Bolta, Jafit und ein Verwandter von Idris, Estefanos Dailon, werden den Auftrag ausführen. Eine ehrenhafte Aufgabe. Idris und Segir brechen gleich wieder auf. Wenn sie zu lange warten, sitzen sie wegen der Gezeiten stundenlang hier fest. Aber ihre Mission duldet keinen Aufschub. Denn auch von Warimak aus soll die Botschaft in den Wald getragen werden. Um mit den Orangi in Kontakt zu treten, müssen magische Kräfte zu Hilfe genommen werden. Denn für Küstenleute wie Volta und Jafet sind die Gi unsichtbar. Erst wenn sie sich dem Augenzauber unterzogen haben, können sie die Waldnomaden sehen. Es gibt nicht viele, die das traditionelle Ritual noch beherrschen. Der alte Estefanos ist einer von ihnen. Aus Jokko-Blättern bereitet er eine Tinktur. Am Vorabend hat er sie aus dem Wald geholt. Der Augenzauber beruht auf einer alten Überlieferung. Er muss entstanden sein, nachdem sich das Urvolk gespalten hatte und ein Teil an die Küsten gezogen war, während der andere im Wald blieb. Vor dem Ritual mussten die Männer ihr Gesicht mit einer anderen Flüssigkeit reinigen. Nun ist Volta bereit, den Augenzauber entgegenzunehmen. Der Pflanzensaft verursacht ein heftiges Brennen in den Augen. In der Glaubenswelt der Männer reinigt er den Blick, macht das Unsichtbare sichtbar. Ja.
Auch Japhet lässt die Prozedur bereitwillig über sich ergehen. An ihrer Wirkung hat keiner der Männer Zweifel. Am Ende der Behandlung mildert reines Wasser den Brennreiz. Zumindest ein bisschen. Die Männer vertrauen Estefanus, obwohl der Augenzauber seit langer Zeit nicht mehr angewandt wurde. Aber wird die Kraft der alten Magie stark genug sein? Ob sie den Waldnomaden begegnen werden? Gibt es die Orangie überhaupt noch? Moderne Technik könnte bei der Suche helfen. Aber mit welchem Ergebnis? Entweder es ginge eine Sensationsmeldung durch die Medien und eine der letzten verborgenen Kulturen würde zum Studienobjekt der Wissenschaft, oder sie würden nicht gefunden und es gäbe ein Argument weniger, mit dem die Holzfäller noch zu stoppen wären. Auch ohne Augenzauber kann Wolter sehen, wie es um seine Heimat steht. Die reiche, uralte Tradition der Dörfer wird mehr und mehr an Bedeutung verlieren. Und die unberührte Wildnis wird vielleicht Ausbeutung und Profitdenken weichen müssen. Segir und Idris waren erfolgreich. Bei Warimak bereiten sich Gesandte vom Stamm der Nok für den Aufbruch vor. Halek Dawa, der greise Häuptling, kann seine Leute nur bis zum Waldrand begleiten. Er schickt seinen Sohn Arnolis, um das Urteil des Königs weiterzutragen. Mit auf den Weg gibt er den Männern seinen Zauber. Ziel ist der alte Siedlungsplatz am Fuße der Felswand Kakit. Dort werden die Männer die Nachricht in den Wald rufen, damit die Orangie sie hören können. Jahrtausende, bevor die moderne Forschung den Reichtum des Regenwaldes entdeckte, waren die Einheimischen mit seinen Geheimnissen bereits vertraut. Geisterhafte Naturmächte hausen in Bäumen, Flüssen, auf Bergen und an besonderen Orten. Die Dorfleute respektieren diese Mächte. Sie befolgen Tabus und nehmen sich vor den Dämonen in Acht. Im Urwald zu überleben ist viel schwieriger, als es die Fülle lebendiger Natur erahnen lässt. Sollten die alten Wissensschätze und Regeln nun keine Gültigkeit mehr haben? Die Einheimischen sind genügsam. Sie entnehmen der Natur nur, was sie unbedingt brauchen. Das Gleichgewicht der Natur gefährden sie nicht. Die Fremden wollen alles. Ihnen scheint der Urwald erst dann wertvoll, wenn sie ihn restlos ausbeuten können. Sie respektieren nicht den Geist, der in ihm wohnt. Erst am Nachmittag erreichen die Männer den Velal Kali, den großen Fluss, auf dem Territorium der Orangie. Es ist ein anstrengender Marsch. Eine kurze Pause, mehr gönnen sie sich nicht. Zu wichtig ist ihre Botschaft.
Weiter landeinwärts versperren gewaltige Felswände den Weg. Der Fluss zwängt sich durch eine enge Schlucht. Hier liegt Kakit, ein uralter Siedlungsplatz aus der Zeit, als die gesamte Bevölkerung Waigeos noch im Wald zu Hause war. Von hier, der heiligen Stätte aus, rufen die Männer ihre verlorenen Brüder an. So laut, dass es bis tief in die Wildnis hörbar ist. Sie erinnern die Orangi an die gemeinsame Herkunft und verkünden die Namen ihrer heiligen Stätten. Nok, Kakit, Masuilo, Abiab, Tamolo. Die Nennung der ehrwürdigen Orte ist ein Ritual, mit dem sie die Verbindung zu den Vorfahren beschwören. Solange dieser magische Kontakt aufrechterhalten wird und die Geschichten der Ahnen lebendig bleiben, so lange bleiben auch die Orangi eine Realität. Und so lange besteht, untrennbar mit diesen Menschen verbunden, Aussicht auf eine Zukunft für die grandiose Urwelt Waigeos. Waigeos.